Marco, die Emotionen sind sicherlich jetzt gerade groß, nachdem du in letzter Sekunde das Ausgleichstor geschossen hast. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Spiel eigentlich am Anfang sehr schwer zu spielen, da beide Mannschaften es ruhig angehen lassen wollten. Und ja, am Schluss dann halt hat das Quäntchen Glück bei uns auf der Seite gestanden und dadurch haben wir dann das Siegtor gemacht. Man hat gesehen, dass der Platz schlecht bespielbar war. Habt ihr die Leistung abrufen können, die ihr euch vorgenommen habt? Ja, das stimmt. Der Platz war schwer zu bespielen, sehr hoppelig der Ball gewesen. Und im Grunde haben wir eigentlich das erreicht, was der Trainer uns mit auf den Weg gegeben hat. Wir wollten am Anfang die Gegner nicht zu arg kommen lassen, wollten selber ein bisschen vorne Druck machen, um den Gegner unter Druck zu setzen. Und im Grunde genommen doof durch den Elfmeter. Klar, kann man sehen, wie man möchte. Strittige Entscheidung, Downhauer sehr schön ins Eck geschossen. Und dann am Schluss würde ich sagen, wohl verdient das 1:1 gemacht, dass es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war. Wie hast du das Tor gemacht? Ja, wie macht ein Stürmer ein Tor? Also ich habe spekuliert, lang eigentlich. Dann kam ein kurzer Freistoß, wurde als Linksfuß erster abgewehrt, dann hat Rechtsfuß hat ihn reingezirkelt, der Wind war gegen den Ball. Der Abwehrspieler hat den Ball unterschätzt und ich stand dahinter, hab's gerochen und habe halt den Ball mit dem Kopf dann über den Torwart ins Tor geköpft. Gut, das war jetzt das Spitzenspiel, Punkteteilung, mit der ihr ja natürlich glücklich seid, wie es zum Schluss vom Spielverlauf her war. Ja, was habt ihr euch noch sonst vorgenommen in dieser Saison? Als Aufsteiger spielt ihr eine sehr gute Runde. Ja, vorgenommen vor der Saison hätte uns jemand gesagt, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt da stehen, wo wir jetzt stehen. Das hätte ich natürlich und hätten wir alle natürlich direkt unterschrieben, aber wir haben einen guten Lauf. Die ganze Runde spielen wir schon eigentlich guten Fußball, haben viel mehr erreicht, den Klassenerhalt wollten wir einfach nur schaffen. Und jetzt stehen wir da halt oben drin und jetzt denken wir von Spiel zu Spiel und danach schauen wir mal weiter. Aber auf jeden Fall erstmal von Spiel zu Spiel denken, das ist wichtig. Euer nächster Gegner, FC Spöck, Auswärtsspiel. Was kannst du uns da für einen Ausblick auf dieses Spiel geben? Ja, wir trainieren jetzt die Woche hart. Dienstag wird nochmal das Spiel hier analysiert, geschaut, was wir verbessern können. Gegen Gegner wie Spöck, schwer zu spielen, kann man schwer einschätzen. Zu Hause in Spöck, der Platz auch schwer zu bespielen. Und da müssen wir schauen, müssen wir im Training gut arbeiten und uns gut auf den Gegner Spöck vorbereiten. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss.